Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Rainichs Zeitgedanken an diesem 1. Juni am Donnerstag und am Vormittag wie gewohnt natürlich wieder Losung und Lehrtext. Da heißt es in der Losung, er wird den Tod verschlingen auf ewig im Propheten Jesaja. Im Hintergrund erzählt der Prophet von einem großen Fest auf einem Berg und da wird Gott dann alles an Verhüllungen wegnehmen, er wird den Tod wegwischen und es wird ein ganz großes Fest errichtet werden. Der Tod wird nicht mehr sein. Eine Vision für die Zukunft, eine Zusage an das Volk Israel. Einmal werdet ihr es erleben, da werden alle Menschen zusammengeführt und da wird Gott selbst eine Herrlichkeit aufrichten. Und im Lehrtext heißt es, Christus möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten, aus dem Philipperbrief, dem 3. Kapitel. Auch Paulus will alles daran setzen, er achtet sogar alles, was er an Vorteilen hatte als Mensch, für nichtig, für Dreck, sagt er sogar. Ihm ist es wichtig, dass er zur Auferstehung gelangt und zum ewigen Leben. Beide Texte erzählen und berichten von einem zukünftigen Leben. Und so ist die große Frage, wie stehen wir zum Tod? Ich höre heute immer wieder Menschen, die eben nicht an Gott glauben, die sagen, das ist mir alles völlig egal, ich lebe in vollen Zügen und mit dem Tod ist eh alles vorbei. Dann ist für mich dieses Leben Geschichte und deshalb gilt es hier Freude, Fun und möglichst viel, viel zu erleben und das Leben zu füllen und zwar mit Werten, die das Leben bietet. Und das ist natürlich auch verständlich, wer sich nur für dieses Leben hier geschaffen fühlt, wer sich also nicht ganz begreift, der wird natürlich sagen, ja natürlich, wenn das Leben hier vorbei ist, ist alles vorbei, also sieh zu, dass du so viel wie möglich mitnimmst. Ich glaube, der eigentliche Grund, ein anderes Leben zu führen, ist das Begreifen, dass wir nicht nur für diese Welt geschaffen sind, sondern darüber hinaus für eine Ewigkeit. Wenn wir das wirklich annehmen würden und wenn wir das wirklich begreifen würden, dann würden wir unser Leben auch anders ausrichten, denn dann würden wir sagen, ja, wir wollen uns ja ganz ausschöpfen. Wir wollen ja das auch noch mitnehmen und erleben, was möglich ist, nämlich nach diesem Leben hier auf dieser Welt. Und so scheiden sich die Geister zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Die Gläubigen wissen, dass das Leben weitergeht. Die Gläubigen wissen, dass sie eine Perspektive haben. Die Gläubigen wissen, dass es sich lohnt, hier in diesem Leben sich vorzubereiten auf etwas, was dann noch kommt und noch viel, viel größer ist. Es ist mir nur verständlich, dass sich da die Weiche stellt. Hier liegt der Grund darin, wie wir mit dem Leben hier umgehen und wie wir dann auch die Sicht auf ein eventuell späteres Leben ausrichten. Wie können wir Menschen, die sagen, es ist mit dem Tod alles vorbei, bewegen, doch mal darüber nachzudenken, ob es wirklich so ist? Ich denke, dass jetzt auch gerade diese Zeit von Corona und ihren vielen Maßnahmen, die Diskussionen über Krankheiten und die Diskussionen über das Leben überhaupt vieles ans Tageslicht fördern, dass Menschen tatsächlich einmal darüber nachdenken, warum bin ich eigentlich hier, wozu bin ich geschaffen und ist das alles, dass meine Person mit Körper und Geist und Seele, alles was dazugehört, wirklich nur für eine kurze Zeit geschaffen wurde, nämlich für ungefähr 70, 80 Jahre oder dass ich eine größere Bestimmung habe. Hier gilt es natürlich, die Menschen vielleicht auch mal zu bewegen, einzuladen, darüber nachzudenken und zu sagen, Gott hat euch viel, viel größer geschaffen. Gott hat euch nicht nur für diese Welt geschaffen, sondern für die Ewigkeit. Werft doch das Eigentliche, das ganz Große nicht einfach über Bord. Und dann kommt es manchmal, dass ich die Antwort bekomme und dass diese Menschen sagen, ach, das interessiert mich nicht. Ich bin froh, wenn das hier so ist. Und ich lebe so, bis meine Stunde gekommen ist. Und wenn sie kommt, dann ist eben alles vorbei. Ja, wenn dann solch eine Antwort kommt und wenn die Ablehnung kommt von unserer Einladung, dann sind auch wir nicht mehr in der Lage, weiter
für Sie, etwas aufzublättern, wovon Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben. Und da heißt es auch in der Bibel, wenn man uns nicht hören will, dann schüttelt den Staub von den Schuhen. Ich hoffe, dass Sie zu jenen zählen, die begriffen haben, dass Sie als Person, als Mensch viel, viel größer sind, als Sie meinen, dass Gott Sie nämlich nicht nur für diese Welt geschaffen hat und dass es sich lohnt, sich vorzubereiten für die Ewigkeit und dass es sich lohnt, auch auf vergängliche Dinge hier zu verzichten, um den Weg dann in das ganz eigentliche ewige Leben zu erlangen. Darum geht es in beiden Texten, nämlich um die Zukunftsvision nach dem Tod. Ich wünsche uns, dass wir das nicht nur begreifen, sondern aus dieser Kraft heraus leben und dieses Leben dann hier mit mehr Lächeln, mit mehr Humor und mit mehr Leichtigkeit ertragen können, weil wir ja wissen, es ist nur ein Abschnitt unseres gesamten Lebens. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen 1. Juni. Beginnen Sie ihn mit Freude und Zuversicht. Und wenn es Donnerstag ist, dauert es auch nicht mehr lange. Dann ist das Wochenende für uns alle bereit. In diesem Sinne viel Kraft, Gottes Segen. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund und lassen Sie Gott über sich wachen. Ihr Rainer. So, wir sind jetzt ein Stück auf unseren Hausberg hochgelaufen. Das ist der erste Hang. Da unten sieht man einen Holzbetrieb und eine Brücke über das Bächli. Und genau vor dem Holzbetrieb angeschlossen, da steht das Wohnhaus und da sind wir dann daheim, also direkt zum Holzbetrieb. Frenzele kann man hinfahren, da findet man uns. Ja, und da hinten sieht man den Neubau des Hotels Hof Wiesbad. Und da ist die Losmühle uns gegenüber, da gerade wo das Bächli von Wasserauen noch mit dazu fließt, hier dieses Brüdisau-Bächli. Und das wird ja dann hier zum Weißbad Flüssli unten. Und hier schauen wir jetzt nach rechts und da sehen wir Richtung Appenzell. Ganz hinten ist Appenzell zu sehen. Das ist also unsere Heimat. Wenn wir also aus der Haustür treten, dann sind wir in normalerweise 5 Minuten hier auf diesem Höcker. Es kommt darauf an, ob wir nochmal anhalten. Und da sieht man das Alpsteingebirge, linke Hand vor uns, der Schöfler und natürlich auch dann die Ebenalp. Und hier ganz links ist das Alpsiegel oben. Und wenn man dann weiter fährt, hier gerade Us, an diesem spitzen Berg, wo der Schnee noch anliegt, dafür geht man dann zum Sentesberg und zwar zur Schwenkalm. Ja, das sind so unsere Höcker und gestern, da sind wir da drüben gewesen, hier auf dem gegenüberliegenden Höcker und da geht es ja zum Klosterspitz, da sieht man, der ganze Kammweg zieht sich da auf diesem Bergrücken und dann sieht man auch, dass hinter diesem Bergrücken die Berge etwas flacher werden, abfallen. Wir liegen hier auf 820 Meter und dann die Berge, wie gesagt, bis zum Sentis maximal 2500. Aber eine schöne Gegend zum Wohlfühlen. Ja, ich habe auch eine Nachricht bekommen, da ist mir gesagt worden, wir wohnen ja wirklich wie in den Ferien. Das ist so, wir sind doch zu Hause, wo andere Ferien machen. Dafür sind wir auch Gott ganz, ganz sehr dankbar und wir genießen es. Und deshalb sind wir auch ziemlich ausgeglichen. Man soll ja dorthin zügeln oder dort wohnen, wo die innere Stimme einen hinzieht und am verkehrten Ort zu wohnen kann sogar krank machen. Das haben Psychologen auch analysiert. Das heißt also, jeder muss sehen, ist er lieber am Meer zu Hause oder in den Bergen oder dort, wo er geboren worden ist. Manche sind so heimatverbunden, dass sie niemals wechseln. All das ist sicherlich die richtige Entscheidung, wenn es mit dem Bauch und mit dem Herzgefühl übereinstimmt.
sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gottes Kind. Darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch.